Also, dass die EU-Kommission das jetzt an den EuGH weitergeleitet hat, das wurde schon erzählt. Ich bin noch immer sehr erstaunt darüber, dass offensichtlich unsere demokratisch gewählten Vertreter nicht darüber wissen, was die drei Mächte in einer Demokratie sind, nämlich die Legislative, die die Gesetze erstellt, die Exekutive, die darauf aufpasst, dass sie eingehalten werden, und die Judikative, die darüber entscheidet, ob das dann auch gerecht war. Jetzt fragt die Legislative zuerst einmal die Judikative, ob das, was sie beschlossen hat, auch wirklich in Ordnung ist? Nein! In Österreich hat ein bekannter Nachrichtensender, ich zitiere, gefragt, ob man denn überhaupt wisse, wer zuständig ist. Im Außenministerium haben sie gesagt, sie haben nur die Unterzeichnung organisiert. Zuständig ist das Wirtschaftsministerium. Im Wirtschaftsministerium haben sie gesagt, sie haben nur die Verhandlungen geleitet. Zuständig ist das Justizministerium. Und wen erstaunt es? Auch im Justizministerium hat sich niemand gefunden, der darüber Bescheid wusste. Also wer in Österreich weiß überhaupt, was da unterschrieben worden ist? Noch eins drauf, setzt der parlamentarische Geschäftsführer der CDU in Deutschland. Der sagt sinngemäß, ich weiß gar nicht, was die Demonstranten alle haben, die Regierungen waren doch eh dabei. Ein bisschen Nachhilfe, Herr parlamentarischer Geschäftsführer. Die Regierungen waren gar nicht dabei. Wissen Sie, wer dabei war? Eine gewisse Frau Maria Prat aus der Generaldirektion des Binnenmarkts der EU-Kommission. Genau jene Frau, die für die Musikindustrie lobbyiert hat, während sie für die EU karenziert war. Jetzt können wir dem ACTA-Abkommen aber auch ein paar positive Dinge abgewinnen. Jeder von euch kennt die Straßenhändler, die DVDs verkaufen, die in Wirklichkeit gar keine DVDs sind. Die Zippo-Feuerzeuge verkaufen, die höchstens 3 Stunden funktionieren. Die irgendwelche Leibern verkaufen mit so Krokodakeln drauf. Mir selber wurde schon mal ein USB-Stick verkauft, der hat ausgeschaut wie aus einem Kaugummi-Automaten. In Amerika werden Hustensäfte verkauft, weil Zulieferer Glycerin fälschen. Und man sagt, alle diese Fälschungen kommen aus dem asiatischen Raum. China heißt es. Also genau jenes Land, in dem die meisten internationalen Konzerne ihre Produkte im Auftrag fertigen lassen und ihnen sozusagen die Vorlagen auch noch frei Haus liefern. Aber wer hat den ACTA unterzeichnet? Oder wer soll es unterzeichnen? Die Europäische Union, USA, Kanada, Japan, Schweiz und so weiter. Aber nicht China. Das wäre ja genauso, als ob Österreich einen Vertrag abschließt über die Verwendung von deutscher Amtssprache. Aber nicht vielleicht mit Italien, damit es für Südtirol gilt, sondern mit Deutschland. Und wer hat bei der EU ACTA jetzt wirklich beschlossen? Der Agrar- und Fischereirat. Genau jener Rat, der schon bei den Richtlinien zu den Softwarepatenten in unseren Brennpunkt geraten ist und der so nebenbei die Fangquoten, bei den Fangquoten vor der afrikanischen Küste bereits bewiesen hat, dass er ausschließlich die Interessen der Industrie vertritt. Aber das ist ja völlig klar, warum es der Fischereirat ist, weil besonders bei Fischen stellen ja Fälschungen, Urheberrechte und Patente ein besonders großes wirtschaftliches Problem dar. So, und was ist mit der Industrie? Was ist mit der Industrie? Was ist mit den Verwertern? Da gibt es von Sony Music, ein bekannteres Plattenlabel, einen Verantwortlichen für die Musik, ein gewisser Herr Berger, der sagt, vorige Woche
das Internet ist ein Segen für die Musikindustrie. Er beklagt aber auch, dass zu viel heruntergeladen wird. Aber wenn das alles so ein Segen ist, warum sind dann die Künstler mit dem Verwertungsmodell unzufrieden? Warum entstehen so Dinge wie die Creative Commons Lizenz? Warum werden alternative Verwertungsgesellschaften versucht zu gründen? Und während sich die Verwertungsgesellschaften und mit den Computerfirmen streiten, ob Festplatten jetzt zum Speichern von Privatkopien, von urheberrechtlich geschütztem Material dienen oder nicht, und ob dafür jetzt eine Urheberrechtsabgabe fällig wird oder nicht, haben wir unsere Tracks und unsere Videos schon längst in der Cloud. Gehen wir eine Reform des Urheberrechts an. Stoppen wir ACTA. So. Vielen Dank, Christian Marien von der Piratenpartei. Und jetzt wieder eine NGO, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen eine Partei für sich selbst. Und zwar Alexander Sander von LoPNA, die auch in Vertretung spricht für den unabhängigen EU-Abgeordneten Martin Ehrenhauser. Bitte schön. Ja, danke. Hallo. Also erstmal, ihr seid echt viele Leute. Ihr seid echt viele. Und vor 2 Wochen habt ihr euch ja schon mal getroffen. Und in den letzten 2 Wochen ist eine ganze Menge passiert.